Scheißegal, ja. Man interessiert sich, warum auch immer, automatisch dafür. Und jeder, der jetzt sagt, also ich doch nicht, redet euch gar nicht erst ein, ja. Katastrophen sind immer ein Thema, das einfach bei Menschen Interesse hervorweckt. Warum kann ich euch nicht sagen, warum sich wirklich fast jeder, ohne Ausnahme, ich nehme mich da selber nicht mit raus, ich interessiere mich, wenn irgendwo eine furchtbare Katastrophe passiert, interessiere ich mich dafür und informiere mich drüber. Das würde ich auch sagen, ist eigentlich auch mein gutes Recht, mich darüber zu informieren, und zwar auch auf Wegen außerhalb der Nachrichten. Und da ist ein Video vom Unfall für mich zumindest definitiv eine Informationsquelle, die ich nicht auslassen will. Es hat die Redaktion von der Tagesschau anscheinend auch so gesehen. Und wenn man dann mal so bei der Tagesschau da die Kritiken von den Zuschauern sieht, dann merkt man eigentlich, was für ein, ja, wie soll ich sagen, also ein, was für ein scheinheiliges Pack wir eigentlich sind hier in Deutschland, ja. Da hat sich jeder öffentlich drüber aufgeregt, so, das kann man doch nicht machen. Die Gesichter waren unverpixelt, man hat die Gesichter gesehen, bla bla bla. Lauter sowas. Das will keiner sehen und so weiter und so fort. So nach dem Motto, sind zu schockierende Bilder. Wir sind zu weich dafür. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, ja? Das ist, wenn wir uns mal nichts vormachen, nichts anderes als Zensur. Wir wünschen uns anscheinend Zensur. Und Zensur hat auch etwas, hört sich jetzt ziemlich bescheuert an, aber Zensur ist an sich etwas ganz Gutes, ja? Weil, wenn alles zensiert wird, braucht man keine eigene Meinung mehr machen, ne? Das ist doch viel einfacher. Wenn wir einfach eine zensierte Meinung von allen Seiten her direkt fertig serviert wird, mundfertig, ja, leicht zu verdauen. Ist auch total angenehm. Wofür, so nach dem Motto, hey, ich muss mein Gehirn nicht mehr einschränken, das ist doch wunderbar, ne? Und das ist sehr gefährlich. Ist auch wirklich das Gleiche. Natürlich, die DDR, man kann sagen, was man will, aber es war nicht alles schlecht. Ich habe da nie gelebt, ich habe nie in der DDR gelebt. Ich bin auch im vereinten Deutschland groß geworden. Ich bin 7 Jahre nach dem Mauerfall geboren. Aber wenn man sich so mal mit ehemaligen DDR-Bürgern unterhält, wie zum Beispiel jetzt hat, da nehme ich jetzt mal ganz dreist ein Interview mit Rammstein. Die kamen ja alle 6, kommen die ja aus dem Osten. Da kann ich ja einfach mal draus zitieren, mehr oder weniger. Es war sehr einfach, dort zu leben, weil Essen war billig, Mieten waren billig. Na? Man hatte keine Ansprüche. Und es war, so sehr man auch immer sagt, es war Unrechtsstaat und so weiter, wenn man sich einfach angepasst hat dem System und es einfach akzeptiert hat, dann wurde man in Ruhe gelassen. Man konnte ein ungestörtes Leben genießen. Ja? Da haben sie einen auch in Ruhe gelassen. Nur wenn man halt aufgemuckt hat, dann nicht. Das ist ja genau das Gleiche, ja? Die in der DDR aufgemuckt haben und denen das Leben schwer gemacht wurde, das sind genau die gleichen, die bei uns
Die wenigen sind, die den Mut haben, um die Wahrheit zu sagen und sich keine Zensurgesellschaft wünschen. Ja? Das sind die, die sagen, strengt doch mal euer Hirn an. Und die, die das akzeptiert haben und sich angepasst haben, klar. Kann aus mehreren Gründen passieren, kann einfach sagen, wo man sagt, ja, ich bin überzeugt davon. Kann sein, dass man sagt, ja, hey, wieso soll ich mir das Leben selber schwer machen? Quasi aus Uneigennützigkeit, also das heißt aus Eigennützigkeit, weil man sagt, ich mache mir doch nicht mein Leben unnötig total schwierig und leg mich mit allem Möglichen an. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Weil, wozu? Ja, so nach dem Motto. Und dann ging das. Ha? Und das ist eben das Gefährliche. Wir sind auf dem Weg in eine Zensurgesellschaft. Und in der... So, wenn man halt so öffentliche Stimme hat, denkt man... Also hört man eigentlich immer so... Oh mein Gott, Zensurgesellschaft! Wie können die nur? Bla bla! Ah, wie schlimm! Aber insgeheim... Wenn es denn darum geht, mal wirklich... etwas ungeschminkt zu verpacken, na, dann regen sich 90% aller Leute darüber auf, dass man mal etwas ungefiltert serviert gekriegt, etwas unzensiert kriegt und sagt, das gehört verboten, na? Wir wollen das nicht. Und das ist dann eindeutig das Zeichen, hey, wir wollen, dass ihr uns zensiert. Wir wollen, dass ihr zensiert, ha? Wir wollen nicht nachdenken. Wir sind zu faul, unser Gehirn zu benutzen. Wir haben dazu keine Lust. Und das ist saugefährlich. Ja? Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dem entgegenzuwirken. Aber man kann nicht sinnvoll diesem Trend entgegenwirken. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung dann dazu Stellungnahme nimmt, ja? Ey, das wollen wir nicht sehen, das ist ja... Oh mein Gott, das ist ja Wirklichkeit. Das ist... nein, 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 mach das weg, mach das weg. Das will ich nicht. Da muss ich ja nachdenken. Wie schlimm. Oh Gott, dieser Kopfschmerz. Ich kann nicht mehr... Schaltet den Fernseher aus. Wir warten bis morgen in der Zeitung, wo das alles schon fix und fertig mundgerecht drin steht. Am besten noch in der Bild. Die haben dann auch die toten Lokführer schon interviewt. Die wissen dann schon, was Sache ist. So, nachdem, und das kann ich persönlich nachvollziehen. Ich meine, warum? Warum wünscht man sich eine Zensurgesellschaft? Okay, ja gut, es macht einen jetzt einfach natürlich schon klar, aber ich muss auch dazu sagen, ich lese keine Zeitung. Ich schaue selten Nachrichten. Ja. Ich kriege meine Informationen, wenn was passiert. In der Region erfährt man es mehr oder weniger über Buschtrommeln. Weil irgendjemand kennt dann schon irgendjemand, der wieder dies und das aus nächster Quelle persönlich sagen kann. So lief das ja zum Beispiel auch mit dem Zug und bei uns ab. Ja? Wir haben das quasi direkt aus erster Hand die Informationen serviert gekriegt, weil der halt wirklich drin saß. Ja? Und da braucht man dann keine Nachrichten mehr, ja. Ich meine, man ist ja jetzt... Also, ich habe angeblich von einem, der sehr in der Nähe wohnt, der da anscheinend mehr mitkriegt als wir, hier so, die etwas weiter wohnen, zwar auch noch im gleichen Landkreis Rosenheim, aber man hört von dem Ganzen quasi gar nichts mehr. Und angeblich hat man jetzt die Ursache rausgefunden. Und das ist genau das, was ich persönlich am Tag... selber an diesem Dienstag gesagt habe. Ich habe mir einfach mal den Fahrplan angeguckt
und habe das Szenario mal an die Bahnstrecke Salzburg-München übertragen, die ja eigentlich zwei, die ja bekanntlich zweispurig ist. Und vermutlich, ich weiß nicht, ob das mit den Semaphoren da genau gleich läuft. Also Semaphoren, wenn die es jetzt nicht wissen. Was sind die alten Gleissicherungen? Das sind diese, kennt ihr noch jemand? So sieht man häufig bei Modelleisenbahnen. Wenn gesperrt ist, sind sie so. Also das ist hier dann so ein weißer Stab mit rotem Rand und davon so ein Kringel. Wenn gesperrt ist, ist es so. Wenn die Strecke freigegeben ist, stehen sie so. Ja. Sieht man noch in München bei der Trambahn zum Beispiel, ist das noch so, ja? Wenn die Tramstrecke bei der Weiche gesperrt ist, dann ist es so ein Querlichtstreifen. Wenn man durchfahren kann, ist er so schräg. Das sind die klassischen Semaphore. Was die Semaphore jetzt in der Informatik zu tun haben, das ist wieder eine ganz andere Sache. Das sage ich jetzt auch mal nicht, ne? Aber diese Semaphore funktionieren ja wie folgt, ja? Wenn ein Zug grün hat, dann darf er ja durchfahren. Ist klar. Ist wie im Straßenverkehr auch mit einer Ampel. So. Wenn man jetzt mal den Aufprallzeitpunkt, der stand ja in den ganzen Zeitungen, lustigerweise mit 5 Minuten Variabilität. In der Frankfurter Allgemeinen stand zum Beispiel um Punkt 6.48 Uhr. Woanders hieß es dann um 44. Also ich habe jetzt einmal meinen Zeitpunkt von der Frankfurter Allgemein genommen, weil das tatsächlich, wenn man sich den Fahrplan angesehen hat, eigentlich deutlich realistischer ist als 44, weil bei 44 wäre der eine Zug da noch gar nicht auf der Strecke gewesen. Und Verspätung ist bei Zügen deutlich wahrscheinlicher als Verfrühung. Also, und so wie ich das halt nach meinen Kenntnissen von dem zweispurigen Bahnhof, den ich kenne, so ist, ja. Nach fahrplanmäßigem Ablauf bleibt ja der eine Zug 5 Minuten in Kolbermoor stehen. So. Und in dieser Zeit kommt dann der Zug aus Bad Aibling. Natürlich ist es natürlich schon blöd, wenn man dann so in Kolbermoor steht und auf einmal grün bekommt, aber man festgestellt hat, der Gegenzug kam ja noch gar nicht. Andererseits kann es natürlich auch so sein, ja, was dann wahrscheinlich auch der Lokführer oder Zugleiter in dem Moment gedacht hat, ja gut, wir sind pünktlich. Der andere Zug, der dann nach Rosenheim fährt, hat eh schon Verspätung. Er hat in Rosenheim eine Standzeit von einer halben Stunde, bevor er dann wieder nach Holzkirchen zurückfährt. Ja klar, dann werden die uns vorlassen, damit wir zumindest pünktlich bleiben. Beim anderen, der hat eh schon Verspätung, der fährt eh nur noch eine Station an, bei dem ist eh schon wurscht. Also fahren die natürlich rein. Und diesem Zug wurde definitiv aus der Fahrdienstleiterstelle in Bad Aibling grün gegeben, weil anders wäre die Ampel da nicht auf grün gestanden. Und wenn sie nicht auf grün gestanden wäre, hätte diese punktuelle Bremse gedönst, da diese Zugüberwachung angeschlagen und der Zug wäre sowieso zum Stillstand gekommen, bliblablub. Haben wir schon 50.000 Mal Nachrichten gehört und in den Zeitungen gelesen. Das stand ja wirklich überall. Und die einzige logische Erklärung, nachdem die Fahrtschreiber auch das eindeutig tatsächlich bewiesen haben, was jetzt natürlich eine mega Überraschung war, wenn man bedenkt, dass die Teile ungebremst ineinander gefahren sind, dass die Ampeln auf grün standen mussten. Und zwar beide. Und warum das so ist, hat man natürlich ein Riesenmysterium drum gemacht, obwohl es eigentlich zumindest aus meiner Sicht klar ist. Ha? Der eine Zug, dem wurde grün gegeben, weil er die Pünktlichkeit bewahren sollte. Und es wurde einfach vergessen, dass die Ampel am Bahnhof in Bad Aibling noch auf grün steht, weil der Zug einfach Verspätung hat. Und wenn der Zug Verspätung hat, also und nicht, die Ampel steht halt auf grün und der Zug kommt an und dann ist die Ampel immer noch auf grün, weil das Gleis ja prinzipiell frei ist und so weiter und so fort. Kennt man alle, man sieht, also es ist halt wirklich lustig, weil ich fahre ja wirklich oft Bahn
Und wenn halt, man merkt genau den Unterschied zwischen Meridianzügen und den Zügen von der Deutschen Bahn. Weil die Züge von der Deutschen Bahn haben immer Verspätung und die anderen nicht, tatsächlich. Warum auch immer. Halt, ich habe den Meridian nie mehr als 10 Minuten zu spät gesehen. Und die einzige Mal, wo er 10 Minuten Verspätung hatte, waren in diesem Winter. Also waren halt, als es megamäßig geschneit hat und er vermutlich in Berchtesgaden und Freilassing auf die, also in Freilassing auf die Züge aus Berchtesgaden warten musste, ja.